anderthalb Jahren muss man sich immer wieder vorstellen, sucht dieser Club einen Sportchef. Jetzt das Sommer-Desaster, heute also Bernd Hoffmann. Hören wir mal rein, was er zum Ganzen zu sagen hat. Oh ja, es hat sicher schon weitaus schönere Tage für ihn beim HSV gegeben. Bernd Hoffmann wirkte müde, deprimiert nach dem Sommerrammer vom Freitag. Heute sprach er erstmals darüber. Das war natürlich eine Enttäuschung und auch eine Überraschung am Ende mit dieser Entscheidung. Ich hätte es sicherlich auch begrüßt, wenn er gekommen wäre, aber wir müssen uns jetzt mit der Ist-Situation beschäftigen und die ist einfach, dass er nicht kommt. Und die interessante Erkenntnis, dass die Mannschaft diese Unruhe komplett unberührt lässt. Zuletzt 3 Spiele, 3 Siege. Gegen Frankfurt stimmte zwar nur das Ergebnis, aber der HSV ist nur noch 4 Punkte weg von Platz 3. Und dennoch gab's abseits des Platzes weiteres Ungemach. Fes Kritik an Sportchef Reinhardt führte zu weiteren Kopfschmerzen. Nicht nur bei HSV-Chef Hoffmann. Beide sollen sich bitte in geschlossenen Räumen miteinander kappeln oder was auch immer, aber bitte nicht über die Medien. Das ist nun nicht das, was wir brauchen. Richtig, wir haben gestern Nachmittag die beiden mal zu einem Gespräch gebeten und da haben wir dann die Irritationen, die ausgelöst worden sind durch die Kommentare übereinander, haben wir ausgeräumt, haben da mal sehr offen und konstruktiv darüber gesprochen. Dennoch kann sich Bastian Reinhardt über ein von ihm gefordertes langfristiges Treuebekenntnis seitens des HSV nicht freuen, wenn er Folgendes hört. Jetzt müssen wir mal in die Zukunft schauen, aber wir sind nicht generell auf einer Sportchefsuche derzeit. Ob das dann mal so kommt, das kann ich heute natürlich nicht sagen. Also mit Prognosen bin ich da insgesamt vorsichtig. Fakt ist jedenfalls, dass Bastian Reinhardt in der Konstellation, die wir haben, eine sehr, sehr wichtige Rolle für den HSV auch in den nächsten Jahren spielen wird. Nur wenn Bernd Hoffmann sich am Ende der Saison so freuen kann, der HSV Rang 3, 4 oder 5 erreicht, wird Reinhardt in seiner Funktion als alleiniger Sportchef überleben können. Aber der HSV ist für weitere Überraschungen jederzeit gut. Die Tatsache, dass über den HSV permanent berichtet wird, dass das eine solche Attraktivität offensichtlich hat, auch diese Themen, die zeigen, dass wir einen Weg gemacht haben, nämlich zu einem der Top-Clubs in Deutschland und auch in Europa. Man interessiert sich für das, was beim HSV passiert. Ah ja, even bad news are good news, pflegt man nicht nur in England zu sagen. Nun denn, ob der HSV derzeit in der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgibt und eben auch mit negativen Nachrichten positive Schlagzeilen schreibt, darf trotzdem zweifelsfrei bezweifelt werden. Sie suchen also weiter. Das sind die 11 Kandidaten der letzten anderthalb Jahre, liebe Zuschauer. Eine Sportdirektoren-11, die wir hier zusammen haben. Einige ranghohe Namen dabei, einige auch, wo man sagt, was sollen die denn da? Thomas Helmer, immer noch in Bochum natürlich. Thomas, wieso hast du eigentlich damals nicht zugesagt, als du gefragt wurdest? Ich glaube, du wurdest ja auch gefragt, ne? Ja, wollen wir mal ganz ehrlich sein, also ich habe keine Ablösesumme im Vertrag bei Sport 1, deswegen hatte ich keine Möglichkeit hier rauszukommen und wer mich kennt, der weiß, dass ich Verträge einhalte. Sehr gut, einer der ganz wenigen im deutschen Fußball. Kann denn das jetzt funktionieren, ganz ehrlich? Bernd Hoffmann hat immer gesagt, ich brauche einen starken Sportchef an meiner Seite, hat nie den Namen Reinhardt erwähnt. Jetzt hat er keinen, das kann doch nicht funktionieren, oder? Ich glaube, das hat bei anderen Vereinen auch schon funktioniert. Das könnte schon funktionieren. Also ich glaube auch, was Armin Fee gesagt hat, er hat ja nichts gegen Bastian Reinhardt groß. Der hat nur gesagt, der ist jung und nicht so lange im Geschäft. Das stimmt ja. Man muss auch noch mal ganz klar sagen, Matthias Sammer hat auch noch nie einen Sportdirektorposten in einem Verein inne gehabt. Also da jetzt so große Erwartungen zu schüren, ist ja auch nicht ganz gerecht. Also man muss dem einen oder anderen auch eine Chance geben. Und Bastian hat sich immer loyal dem Verein verhalten und dass er jetzt Rückendeckung einfordert, halte ich für völlig normal. Leider bekommt er die nicht und das ist das große Problem. Und der 12-köpfige Aufsichtsrat übrigens auch, die haben, glaube ich, jetzt gedacht, sie müssen irgendwas präsentieren. Ich weiß gar nicht, warum sie es so schnell machen. Also Hamburg hat viel Potenzial, aber im Moment schöpfen sie das leider überhaupt nicht aus. Danke, Thomas. Wir wissen jetzt auch, Thomas Helmer steht nicht zur Verfügung. Vielen Dank erstmal. Wir sehen dich später wieder. Bochum gegen Aue, das Spiel dann hier auf Sport 1. Danke, genau. Thomas Helmer. Liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Pause.